Man kann Red Bull mögen oder hassen, aber man muss einfach zugeben, dass dort immer wieder mal geniale Kicker oder Top-Talente gereift sind. Das letzte Top-Talent, welches bei einem Vertreter der RB-Dynastie gewachsen und nun in diesem Sommer zu einem absoluten Top-Club, nämlich Manchester City, gewechselt ist, ist Erling Haaland. Ich glaube, der Junge benötigt keine Vorstellung. Den kennt ihr alle. 22 Jahre alt, fast in jedem Spiel ein Tor, die Präsenz eines Monsters und den Ehrgeiz eines Stieres. Nach ihm macht nun der nächste Stürmer im Alter von 19 den Weg von Salzburg nach Deutschland, nämlich Benjamin Šeško. Der 19-jährige Slowene wird zum Partnerclub RB Leipzig wechseln. Šeško ist 19 Jahre alt, Mittelstürmer und 1,95 Meter. Er hat in seinem zarten Alter bereits 13 Länderspiele und 2 Tore gemacht. Die meisten Einsätze hatte er bisher in der 2. Liga Österreichs, wo er in 44 Spielen 22 Tore und 6 Vorlagen geliefert hat. Aber inzwischen hat er sich auch in Salzburgs A-Mannschaft durchgesetzt, wo er in dieser Saison schon 2 Scorerpunkte in 3 Spielen hat. Leipzig geht es aber noch langsam an mit ihm. Er ist der Mann für die Zukunft. Man hat ja schon Timo Werner geholt diesen Sommer und man hat noch immer Nkunku im Kader, weshalb Šeško erst im Sommer 2023 kommen soll, nachdem er nun eine weitere Saison in der österreichischen Bundesliga reifen und international mit Salzburg spielen darf. Šeško gilt als einer der kommenden Fußball-Superstars. Viele nennen ihn schon der neue Haaland. Und das ist auch der Grund, weshalb Manchester City, United und auch Chelsea interessiert waren. Bekommen wir den allerdings Leipzig? Was hält ihr vom Transfer, Leute? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und schreibt mir auch bitte in die Kommentare, ob ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Und wenn nicht, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare, wie ich den Namen richtig ausspreche. Ich möchte es beim nächsten Mal nicht falsch machen. Und lasst ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen.